Hallo ihr Lieben, willkommen, Bess bin hier. Ja, wie das Thumbnail schon sagte, Quatsch habe ich da erzählt. Ja, ich nehme nochmal Bezug auf das Video von gestern. Das kommt davon, wenn man zu voreilig ist. Meine Charaktere, beziehungsweise ein Charakter hatte dieses, und da wollte ich auf jeden Fall das nochmal jetzt hier aufklären, das Projekt Mooncake, also Mondkuchen-Event, das hatte ich nur mit dem einen Charakter abgeschlossen. Und dann wurde das mir so noch nicht angezeigt und dann habe ich auf den anderen Charakteren natürlich, weil ich es noch nicht gemacht habe, von vorne das angefangen, habe dann wie gesagt auf normal alles durchgelaufen und dann war wieder dieser Timer aktiviert. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass jetzt jeden Tag sich das resettet und danke, und das sage ich jetzt auch nochmal persönlich, habe schriftlich schon in der Community bzw. unter meinem Video im Kommentar gesagt, Grüße gehen an dich raus, Dynamo, danke für den Hinweis, das wusste ich tatsächlich nicht und man muss im Grunde genommen nur Roter Drache den Kontrollpunkt nochmal machen. Das heißt also, das Event setzt sich jeden Tag nochmal, resettet sich das und dann muss man nur Roter Drache den Kontrollpunkt machen und dann wird nicht mehr angezeigt, Projekt beendet, sondern man kriegt direkt wieder The Harvest. Zur Waffe an sich, ich mache das Video jetzt hier nur ganz kurz, weil wie gesagt, ich wollte es persönlich nochmal loswerden, weil da war ich echt zu voreilig und habe mir gedacht, naja komm, dann machst du jetzt das Video zu und dann kriegt man wenigstens diese Waffe öfters. Zur Waffe an sich, das ist in den Kommentaren auch geschrieben worden, ja, sie ist im Grunde genommen mit der Prophet vergleichbar, weil es halt der gleiche Revolver ist, aber sie haben uns jetzt halt ermöglicht, und wahrscheinlich haben sie deswegen, ich keine Ahnung, ne? Also sie geben ja so immer keine Infos raus zu den ganzen Sachen, dass wir die Talente halt dann umrollen lassen. Jeder hatte dann, so wie ich auch, gedacht, naja, jetzt kriegen wir wieder einen benannten Revolver, oh, hoffentlich ist das was, ja, und ist ein benanntes Talent drauf? Nein, ist nicht, also man kann den immer umrollen. Ich weiß auch nicht, und das ist immer wieder so ein Ding, ich habe auch gesehen, dass auf X schon mal einer geschrieben hatte, so ist das gewollt, kriegst du keine Antwort, weil wenn das so gewollt wäre, ja, warum kriegst du keine Info, dass du halt immer wieder nur diesen Kontrollpunkt, aber dafür haben wir natürlich diese ganzen Spieler, die das rausfinden. Ich habe es halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, das wollte ich jetzt hiermit nochmal klarstellen und dieses Video lade ich jetzt halt direkt hinter dem von gestern halt jetzt hoch, damit ich das nochmal klarstellen wollte. Also danke natürlich an die Community, vor allen Dingen Dynamo, du warst der Schnellste, der darauf reagiert hat, ein paar andere auch. Ich habe es in der Community bei mir auf dem Kanal ja nochmal geschrieben. Oh, sorry, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, so bin ich. Ich wollte das persönlich jetzt nochmal loswerden und deswegen in Form eines Videos. Was jetzt natürlich nachher noch folgt, mache ich jetzt fertig. Ich habe nämlich auch noch keine Zeit gehabt, habe auch noch nicht reingeschaut. Natürlich den Händler Reset. Also, bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, als Entschuldigung. Ja, okay. Und natürlich, wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, dann könnt ihr das auch tun. Würde mich wie immer super freuen. Und ja, wir sehen uns beim Händler Reset. Also mit dem nächsten Video. Macht's gut, euer Bess bin. Ciao, ciao.